Ich könnte auch noch nach Okramos Festung. Da soll auch das Nanimon rumlungern. Plus, ich kann die ganzen Items einsammeln, die da noch waren. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie man... Also, wenn ich in Okramons Festung reingehe... Hallo, wieso kann ich den Pilz nicht einsammeln? Muss ich... Ah, ich muss bitte rein. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob Nanimon jetzt schon da ist oder ich erst irgendwas triggern muss. Vielleicht muss ich Okramon erst in die Stadt holen. Und dann ist Nanimon in der Festung. Nanimon wird auch erst wieder wichtig, wenn man es fünfmal gefangen hat oder getroffen hat. Dann kriegt man noch so einen Reif und hat dann 30 Plätze frei im Inventar. 30 sind aber, glaube ich, ein bisschen Overkill. Und brauche ich nicht. Erstmal. Ich komme sowieso an manche Orte erst später ran. Deswegen interessiert mich das alles erstmal nicht. Wir können ja hier lang. Wir wollen ja in den Schleierwald. Und vorher noch in den Gecko-Sumpf. Da sollte ein Digimon sein, mit dem ich interagieren kann. Oh, hallo. Hallo, Psychmon. Mit dir wollte ich eigentlich nicht interagieren, aber egal. Komm, mach es weg. Heilen brauche ich nicht, weil das wäre ein bisschen Overkill. Okay. Ah, vielleicht eine MP-Disk. Ah, Kampf ist eh vorbei. Zwei Bits sind nicht gerade viel. Hier war nochmal nix, habe ich vergessen. Ja, das machen wir, also schlafen darfst du, wenn wir im Schleierwald waren. Vorher darfst du nicht schlafen. Da machen wir das auch nicht mit dem Gecko-Gedöns. Oder vielleicht doch, mal gucken. Aber ich möchte vorm Schleierwald gerne... schlafen. Wenn hier dieses Digimon ist, das müsste ein Otamamon sein und kein Gekomon. Aber hier sind nur Yanmamon, deswegen. Ah ne, das ist ja auch der falsche Screen. Muss ein weiter. Hier müsste ein Otamamon rumlungern, dass ich letztes Mal entweder umgangen bin oder. Es einfach nicht da war. Das kann auch gut sein. Dann würde ich auf den Screen hier erstmal schlafen gehen. Und dann gehen wir in den Schleierwald. Volle Kraft. Volle Kraft, sagte ich. Nicht vergiften. Danke fürs Abwehren. Boah, ist das mega laut gewesen. Und der wurde von mir nicht getroffen. Das ist ja... Ash. Ich setze eine MP-Disk ein. Heilen können wir dann im nächsten Kampf. MP-Disk ist nicht durchgegangen. Egal. Aber wir brauchen nicht im nächsten Kampf heilen, weil wir jetzt eh schlafen gehen. Man kommt auch, glaube ich, vorher ohne das Otamamon nicht nach... Da, wo ich hin will. Wir schlafen hier mal eine Runde. Und dann gehen wir in den Schleierwald.
mich dann schlafen. War ich mit Tyrannomon hier damals? Oder war es auch mit Phoenixmon, wo wir Skarmomon geholt haben? Wo ich außerdem aus Versehen in ein Fugamon reingelatscht bin. Ist auch Fugamon hier? Nein. Flareizermon. Okay, die kann man ja einfacher besiegen. Tsukaimon. Bitte geh mir nicht auf den Knispel, Tsukaimon. Schleierwald, sind wir da, wo ich sein will? Ach du Scheiße. Was ist denn hier für eine Party? Okay. Ich will Peach mit anfassen, oder was? Ah, jetzt muss er auf Toilette, jetzt wo wir an der Toilette vorbeigelaufen sind. Gerade eben. Ich glaube, das können wir vergessen. Wir müssen, glaube ich, rechts von dem. Wir müssen, glaube ich, erst, um hier durchzukommen. Habe ich hier was zu essen gegeben oder war es eine Campingtoilette? Ich weiß gerade, ich habe ein bisschen Autopilot eben auf, also hier. Sind wir denn da, wo ich sein will, oder wo sind wir denn hier? Ich fange hier wieder im Schleierwald an. Ich muss auch, glaube ich, oh, scheiße, von dem Morishaimon rechts rum. Okay, sie wollen alle drei kämpfen. Das könnte Phoenixmon eigentlich packen. Ich soll... Ah ne, ich brauche nicht heilen, weil wir haben geschlafen vorher. Sind also voll geheilt. Aber vielleicht müssen wir im Kampf doch heilen, weil gegen drei Champion-Level ist vielleicht ein bisschen hart. Okay. Da sollte ich vielleicht gerade diesmal doch einsetzen. Ja, greift euch gegenseitig an. Macht das mal. Ja, hör mal auf. Ach, ich dachte gerade links, was war das dafür, ein Ding? Das bin ich, der da am machen ist. Ja, jetzt aber noch eine zweite Waage, die werde ich nicht rauswerfen. Greift euch mal gegenseitig an, das wäre vielleicht nett. Okay, du hast... Ein verwirrt und ein... Oh, na, aber Dingens ist Phoenixmon nicht verwirrt, deswegen setze ich doch eine Waffe Disc ein. Damit wir weiterhin angreifen können. Okay, dann setzt eine normale Attacke ein. Oder eine schwächste am besten, um die MP zu sparen. Ja, dann haben wir drei von denen besiegt. Ich hoffe, wir sind noch früh genug halt durch Digimon Gorge. Ah ja, weil ich jetzt 400 Intelligenz habe. Was ist los? Ach nee, ne? Es wird zu Mega Level. Nein, es stirbt. Damit habe ich jetzt aber 0 gerechnet. Dass es jetzt stirbt. Das hat ja gar nicht lange gelebt. Oder lag es daran, dass ich zweimal beim Monochromon drin war, dass das zu kurz war. Oder weil auch, ich war ja auch im Zeitraffer-Abteil von dem Ganzen. Ein, zwei hat sich aufgelöst. Vor seinem Ende hat es ein Digitama geboren. Seine Fähigkeiten geerbt hat. Welches ein möchtest du? Team das hier. Da kommt nämlich, glaube ich, Juramon raus. Das wird zu einem Tarnemon und das kann zu einem Kunemon werden und das kann wiederum zu einem Kabuterimon werden. Und ich möchte gerne ein Kabuterimon haben. Damit wir in den Käferwald können. Weil dafür brauche ich, glaube ich, einen Käfer-Digimon, um da das erste Mal reinzukommen.
Kannst den Namen 1, 2 ändern. Ich möchte einen neuen Namen geben. Ja, was ist, wenn ich jetzt auf 3 gehe? Gut. Kann man einfach so ändern, 1, 3. Ist 1, 3 okay? Ja, ist gut so. Er ist ja Krempel, ey. Vor allem habe ich gehofft, dass ich heute nicht so viel schneiden muss und dann haben wir jetzt Kakatorimon auch nicht bekommen. Ich habe wirklich gedacht, dass Ultra-Level so viel länger lebt. Die Werte sind auch gar nicht verkehrt für ein Baby-Digimon. Je höher dein Zehmer-Level ist, oder wie heißt das hier? Zehmer, ne? Ausbilder-Level, was auch immer. Je höher das ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein, beziehungsweise desto höher sind die, übrigens, ich verkaufe die Hüftsteaks. Desto höher sind die Werte, die dein Digimon bekommt, wenn es neugeboren wird. Was brauchst du denn für Kabuterimon, Biomon oder Kunamon? Aber Kunamon kriegt man nur, wenn man sein Digimon im Kunamons Bett schlafen lässt. Da können wir aber locker hin. Palmon könnte zu Kuwagamon werden. Aber Kuwagamon braucht Trainingsversagen. Und das ist, und Dingens, die Weiterentwicklung, Herkules Kabuterimon, darf nur 5 Trainingsversagen haben und höchstens. Und Kuwagamon braucht mindestens 5 Trainingsversagen. Das ist, also. Dann muss ich Trainingsversagen bei Kuwagamon 5 haben und darf keinen Fehler mehr machen, um Herkules Kabuterimon zu bekommen. Okay, dann machen wir es so. Dann wirst du hoffentlich zu einem Palmon. Was brauchst du denn für Palmon? 15 Gewicht. Das ist nichts. Ich versuche es aber trotzdem nochmal zu einem Kugelmon zu werden zu lassen. Du hattest Hunger, ne? Intelligenz muss dein höchster Stat sein. Also wir versuchen es weiterhin zu einem Kunemon zu machen. Machen wir Intelligenz seinen höchsten Wert. Muss ich über 40 schon haben. Ja, jetzt wirst du so einen Tarnemon. Ich werde wahrscheinlich hier aus dem Baby-Level nicht so viel rausschneiden, weil ich sehr viel wichtiges Zeug gelabert habe. Kann man das irgendwie überspringen? Was sie sich dabei gedacht haben, den Entwicklungssound so laut zu machen, im Gegensatz zu allem anderen im ganzen Spiel. Okay. Ich hoffe, du wirst nicht schlafen. Wenn es schlafen will, gehen wir so langsam, aber sicher nach Kunemons Bett. Der Kabuterimon wäre da so ziemlich einfach da durch zu kriegen und dann ein Herkules-Kabuterimon, meine ich. Das ist Kunemons Bett, ne? Ich bin jetzt nicht so früh nach Bett gegangen, ne? Dann speichern wir mal. Bitte digitier. Es digitiert, aber zu was ist jetzt die Frage? Digitierst du zu Kunemon? Oder digitierst du zu Palmon? Betamon wäre natürlich jetzt das Schlechteste. Palmon wäre auch kacke? Aber damit könnte ich noch leben. Es ist zu Kunemon geworden, gut. Dann ist das nächste Ziel Kabuterimon. Was kann Kunemon denn eigentlich alles werden? Was sind deine Werte? Deine Werte sind... deine IQs. Ja, haben wir auch sehr trainiert, ne? Aber ja, ist eigentlich sehr gut alles. Für ein Rookie-Level, das gerade zum Rookie-Level geworden ist. Du kannst zu Bakemon werden. Aber Bakemon... Du hast natürlich im Wege. Ja, du kannst... Natürlich zu Bakemon werden. Natürlich auch, wenn es verliert, einen Kampf, dann kann es auch zu Bakemon werden. Zu Kabuterimon, Kuwagamon, Monochromon, Nanimon. Ich glaube, bei jeder kann zu Nanimon werden.
Ninjamon, Numemon kann auch jeder zu Numemon werden. Sukamon kann, glaube ich, auch jeder werden. Und Vegimon. Also, Sukamon, ja, kann jeder werden. Numemon genauso. Und Nanimon genauso. Im schlimmsten Fall kriegen wir Numemon. Und dann, ja. Das Ding ist, ich kann nicht einfach in die Spielzeugstadt, weil ich muss erst mit Cherrymon reden. Mit Cherrymon kann ich erst reden, wenn ich mit Fugun Gekumon geredet habe. Und mit denen kann ich erst reden, wenn ich mit Utamamon gekämpft habe, glaube ich. Also kann ich nicht einfach in die Spielzeugstadt gehen und zu einem Monster-Emon werden. Ich kann es zu einem Monster-Emon trainieren. So ist es ja nicht. Jetzt für Kabuterimon 1000 KP, 100 Angriff, 100 Verteidigung, 100 Geschwindigkeit. 30 Gewicht werde ich nicht bekommen. Ein Trainingsfehler habe ich. Maximal darf ich nur einen haben. Und dann Bonus Condition ist, dein Digimon ist Kunemon. Oder 35 Techniken nehmen. Hier haben. Ich mach mal die Technik schon fertig. Okay, Giftkralle. Ist ja nett. Okay, was brauche ich denn für Werte für Herkules Kabuterimon, dass ich da ein bisschen in die Richtung trainiere? 7000 KP, 400 Angriff, 600 Verteidigung, 400 Speed, 55 Gewicht, 5 Trainingsfehler höchstens und keine Kämpfe. Ich hatte noch keine Kämpfe. Also wollen wir doch auf direkt auf Herkules Kabuterimon gehen und dann mit ihm angeln. Zeit verschwenden. Ja, ich glaube schon. Wir gehen auf Herkules Kabuterimon direkt. Kabuterimon und Quagamon bringen nämlich Folgendes, also aus dem Käferland, dass die hier im grünen Trainingsbereich, ich weiß nicht mal, wie das heißt, grünes Trainingslager, glaube ich, ne? Trainingscamp. Im grünen Trainingscamp, die, dass die Trainingssachen mehr Werte geben. Deswegen möchte ich die gerne haben. Das wäre supi. Was auch sein könnte, ist, dass wir ein Numemon kriegen, weil ich die Werte falsch habe. Und nicht aufgepasst habe. Das wäre natürlich so fatal. Aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Ich hoffe, die Werte gehen auch nicht runter, wenn, falls es doch ein Numemon wird, dass es trotzdem die Werte hat. Das wäre supi. Weil man kann Numemon immer noch zu einem Monster-Emon werden lassen, ohne auch den Anzug. Ohne das Kostüm. Man braucht nur die richtigen Werte dafür. Digitieren. Ja. Als hätte ich das gewusst. Ich gucke echt kein Video an und sag dann die Sachen vorher, weil ich weiß, was passiert. Nein. Es ist zweimal passiert, dass ich vorher gesehen habe, was passiert. Es ist aber wirklich Zeit gewesen, dass es digitiert. Es ist so laut und ich habe es schon sehr viel leiser gestellt. Kabuterimon. Ja, geil! Das wollte ich haben. Was habe ich denn verkackt, dass es ein Numemon geworden ist? Habe ich zu viel in... Wie sind denn die Werte? Wir hatten fast 3000 KP. Und wir hatten ein paar Sachen über 100. Speed und Abwehr. Okay, zu was kannst du werden? Da müssen wir mit den Karten spielen, die uns gegeben worden sind. Ja, wie gesagt... Chemist Text 0, das können wir schon vergessen. Du brauchst 40 Gewicht, 50 Kämpfe oder über 49 Techniken. Ah, du wirst, ach scheiß die Wand an, ey. Wir könnten es probieren, aber du wirst nicht so eine Monster-Emon. Ich bin gerade echt ein bisschen baff und wütend. Ich habe mich schon gefragt, warum das so lange mit der Digitation dauert. Natürlich, weil es zu einem Numemon geworden ist. So eine Scheiße. Ich hätte auch versuchen können mit den Kunemon. Ich muss noch mal lesen, ob ich überhaupt einen Käfer-Digimon brauche. Ich glaube, ich brauche einen Käfer-Digimon, um ins Käferland zu kommen. Deswegen versuchen wir gleich noch mal. Aber das mit einem Biomon.
Also Biomon kriege ich aus Topomon. Und dann gehe ich Richtung Kabuterimon. Nee, wir müssen noch mal. Ja, ich. Scheiße, oder versuche ich diesmal Kuwagamon? Was brauche ich denn für Kuwagamon? Kunemon oder Palmon? Also nehmen wir gleich wieder Tarnemon. Sobald, ach Kacke, ich habe vergessen, das Fleisch zu kaufen. Was brauchen wir? Kuwagamon? Was laber ich? Ich nehme gleich Tarnemon, um entweder Kunemon nochmal zu bekommen oder Palmon. Und dann gehe ich Richtung Kuwagamon oder Kabuterimon, eins von beiden. Aber ich versuche nicht vom Biomon aus nach Kabuterimon zu kommen, weil das wird nicht passieren. Weil eine Sonder. Also, dann kann ich die Sonder. Was sind denn die Sonderherausforderungen? 35 Techniken oder Kunemon haben. Es kann auch zu Weltmon werden. Was ist denn los? Da hat einer hingekackt! Habe ich nicht mal gesagt, das würde ich ja nie sehen, wenn da einer hinkackt. Ich habe da, glaube ich, mal einen schlafen lassen. Und der hat da hingekackt. Ich dachte gerade, was ist da los? Numemon isst die Kacke von anderen Digimon auf, die herumliegt. Du hast gerade gegessen. Das ist so ekelhaft. Da, du bist fertig. Weißt du was? Wir haben Schätze gefunden. Eine Wegdisk. Danke für deinen Besuch. Dafür habe ich 5.000 bezahlt. Ach, ist das eine Scheiße. Ich sehe schon kommen, dass ihr Heinz 3 komplett in die Tonne kloppen könnt. Und weil ich glaube, seine Lebenserwartung ist auch geringer als von anderen Digimon. Deswegen werden wir wahrscheinlich die Werte gar nicht hinkriegen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es gerade so bitter ist. Oh, wir haben den 15. Ich nehme mal die Pflanze. Oh, das ist Regenfrucht, der halt. Schon gehört, im Tropendschungel wächst eine fremdartige Pflanze. Ach ja, ich habe genau da eine Regenesche eingepflanzt. Ist recht jedes Jahr. Okay, ja. Dann können wir uns Vegemon so langsam holen. Das wird, glaube ich, nirgendwo aufgezeigt, wie viele Kämpfe man hatte. Ich glaube, in. Oh, es stirbt. Tschüss, Nomemon. Lebenszeit sowohl von Nomemon als auch von mir verschwendet. Dann holen wir uns kein Vegemon ins Dorf, in die Stadt. Was ich eigentlich vorhatte gerade, weil ich die Pflanze bekommen habe. Nein, ich versuche dasselbe nochmal. Ich nehme das Juramon ein. Also das ganz rechte. Das ist so ekelhaft laut. Heinz 3 hat sich aufgelöst. Vor seinem Ende hat es ein Digitama geboren, das seine Fähigkeiten geerbt hat. Welches einmal schätzt du das hier wieder? Ich glaube, ich habe das dritte und das vierte bis jetzt genommen. Deswegen sollten wir mal ein anderes nehmen. Beim nächsten Mal. Aber ich versuche hier wieder auf Kabuterimon bzw. dann auf Kuwagamon vielleicht zu gehen. Weil. Hier. Das vielleicht wichtig sein könnte. So, ich habe mal nachgeguckt, wie das mit. Ah, musst du schlafen? Wie das ist mit Trainingsfehlern. Oder Aufzugsfehlern oder wie man das heißt, Care Mistakes im Englischen. Die resetten sich nach jeder Digitation. Nach jeder Digitation. Also hätte ich Numemon eigentlich digitieren lassen können. Hätte ich nicht, weil ich glaube ich die Werte nicht hatte. Ich hätte 50 Kämpfe haben können, die kein Care Mistake und 40 Gewicht. Und dann hätte ich, naja, dann hätte ich ein Monster Emon bekommen. Die Werte, die waren von jenseits von Gut und Böse, die hätte ich so nicht bekommen. Wir machen Juramon mal sehr intelligent.
heute digitierst. Tutanemon. Zu was sonst? Als nächstes ist Palmon dran. Beziehungsweise ich versuche wieder mal Kunemon zu kriegen. Und der Fluchwert, diese Fluchbar, also die Fluchleiste, ist nicht wie viel Kermistakes du hast, sondern wie oft der Digimon auf den Boden gekackt hat. Und wenn die Leiste voll ist, wird es Suzukamon. Zurück ist es ein Fetzen. Was ist denn ein Fetzen? Kannst du damit zu Bakemon werden? Hey! Was kann Bakemon denn digitieren? Zu Gyromon, Skullgreymon oder Weltmon? Ja, nee, das ist viel besser als eine Weckdisk, meiner Meinung nach. Falls wir Kunemon bekommen und ich die Werte fertig habe für Kabuterimon, dann werde ich angeln mit Kunemon. Es ist aber nicht digitiert. Heißt, wir werden ein Palmon wahrscheinlich kriegen. Wo wir dann auf Kuwagamon gehen müssen, aber kein Kabuterimon mit dir kriegen. Ich finde schön, dass die Red Vegimon da nur rumlungern und nichts machen. Ist digitiert, oder? Ja. Jetzt ist nur die Frage zu was, weil es wäre auch Zeit für Palmon. Aber vielleicht wird es wieder zu einem Kunemon. Dann. Was wären nochmal die Werte für Kabuterimon? Was habe ich denn da verkackt? Es ist wieder zu Kunemon geworden. Okay, was habe ich denn da? Was habe ich da verkackt, dass es nicht zu Kabuterimon geworden ist? Ich habe gelesen gerade, dass man Digimon so viel füttern kann, wie man will. Man kann sie füttern, wenn sie keinen Hunger haben, und das ist kein Care-Mistake, also kein Trainingsversagen. Ich weiß gar nicht, was hier rumlungert. Normalerweise Red Vegimon, aber nachts habe ich keine Ahnung. Okay, die Pflanze hier. Oh, wenn ich nichts tue, vertrocknet sie. Hoffentlich regnet es. Gegenstand benutzen. Ja. Regenfrucht. Gut so, ja. Okay. Das ist eine richtige Kackanimation. Ist es grün? Ist Vegimon nicht normalerweise gelb? Egal. Hehehe. Hi, ich bin Vegimon. Nein, ein Pflanzendigimon. Ach, übrigens, magst du Gemüse? Warum fragst du mich nach Gemüse? Na klar, mag ich es. Ein Gemüsemark muss ein netter Kerl sein. Na gut, ich komme mit. Ganz schön hartnäckig. Hey, warte doch. Dann komme ich eben nicht mit. Leb wohl. Entscheide dich. Was soll ich tun? Komm mit in die Stadt und hilf für uns. Könnte ich eigentlich tun. Bin schon lange hierher. Und da haben wir Vegimon. Vegimon zieht in die Stadt. Ich benutze mal Autopilot, weil ich Angst habe, dass wir gegen irgendwas kämpfen müssen. Ich trainiere erstmal alles auf 1500 bzw. 150. Außer die Sachen, die nicht required sind. Okay, du möchtest digitieren. Jetzt ist die Frage zu was? Wenn du jetzt nicht Kabuterimon wirst, dann kotze ich aber ein bisschen. Ich habe überlegt, ob ich so sagen soll, ob du Kabuterimon wirst, dann Hauptsache nicht nur Memon oder sowas. Aber ich hätte schon mit das Kabuterimon, wie ich das. Endlich, meine Fresse. Das hat ja nur ein paar Stunden gedauert. Irgendwie 5 oder so. Bitte geh nicht. Ach, du willst schlafen, so eine Scheiße. Ich gehe erstmal gucken, ob. Bevor wir schlafen gehen.
ob da Citramon da ist. Entweder ist es morgens oder nachmittags da, weil anscheinend ist es mittags nicht da. Na komm, hier, hören auf. Was mache ich denn jetzt? Warte ich so lang oder? Ich möchte halt keine Kämpfe haben. Ich benutze Autopilot. Ich müsste so oder so irgendwann mir so ein WC kaufen. Okay. Wir gehen uns die Angel besorgen. Weil ich habe gerade noch mal gelesen. Ich lese hier gerade in einem Forum. Deswegen war ich auch so still, während er hier auf Toilette war. Ich habe in einem Forum gelesen und ein Post sagt, um die und die Uhrzeit ist der Seedramon und so. Bla bla blub. Seedramon taucht erst auf, wenn ich mit einem gewissen Digimon geredet habe. Und das ist in der Spielzeugstadt. Wow. Also müssen wir sowieso nach Shogun Gekkomon. Jetzt ist die Frage, will ich da so schwach wie ich bin dahin? Nein, will ich nicht, deswegen gehe ich trainieren. Ah, komm, scheiß der Hund drauf. Ich versuche nochmal Herkules Kabuterimon zu drehen. Ich gehe auch so nicht den Werten wirklich raus. So weit weg. Ach, scheiß die Wand an, mitten in die Stadt natürlich. Es digitiert oder stirbt, eins von beiden. Es digitiert. Es digitiert. Ich habe zwar die Werte nicht, ich war auch aber drauf geschissen. Es digitiert. Ich habe noch lange keine guten Werte. Aber ich glaube, je nachdem, wie laut, je nachdem, was Herkules Kabuterimon jetzt hergibt. Außer du bist kein Herkules Kabuterimon, das hätte mich gewundert. Was es jetzt für Werte hergibt. Ausbilderlevel geschehen. Es steigt immer, wenn ich Ultra-Level kriege. Manchmal bei Champion-Level. Deine Werte wollte ich gucken. Die sind nicht gerade prickelnd. Ich meine, Angriff, Abwehr, okay, Speed auch. IQ ist mir ein bisschen egal. Aber deine. Ich trainiere erstmal MP. Die sind so ein bisschen im Keller. MP und KP. Wie viel kriegst du davon? 112. Ich glaube, ich mache KP auf 4000. Und dann gehen wir raus in die freie Wildbahn. So, das dürfte. Ach, komm noch einmal. Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. Und dann holen wir unser Fleisch. Unser Filets. Und dann tausche ich es gegen Fleisch ein. Und dann gehen wir nach Shogun Gekkomon. Versuchen wir es zumindest, weil ich weiß nicht, wann Otamamon da rumlungert. Steht sehr früh morgens auf, bla. Ich muss seine Attacken einsetzen und was für bescheiden, keine Ahnung, was das heißen soll. Wir haben Insektenplage, Giftkralle und dicke Lippe haben wir nicht. Aber dafür Holden Lucas haben wir wieder. Was alles so viel MP kostet. Aber dafür haben wir ja ein paar MP-Discs dabei. Das ist ja der Sinn hinter den Dingern. Ich glaube, 17 oder so haben wir oder 16 oder so müssen wir haben. Deswegen würde ich, also mittlere, deswegen würde ich da erstmal noch nicht rein investieren. Übrigens, ich werde es wahrscheinlich rausgeschnitten haben, aber da hat mein Kabuterimon hingekackt. Man hat es vielleicht gerade gesehen. Ich werde nämlich sehr viel rausschneiden wahrscheinlich wieder. Aber jetzt sind wir ja
ja in the game mit unserem Herkules Kaputerimon kaufen. Fleisch, so viel wie es geht erstmal.